Jetzt also doch Maske im ÖV und beim Posten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Parallel mit der Verfügbarkeit passen sich auch die Empfehlungen an. So der allgemeine Eindruck. Kostengünstig und schnell soll die Bevölkerung jetzt zu Masken kommen. Und das in erster Linie nicht über die Apotheken, sondern über die Grossverteiler. Geht gar nicht, sagt der Zürcher Apothekerverband und hat erfolgreich reklamiert. Fragen zu den Notvorräten stellen sich die Leute aber nicht nur im Zusammenhang mit Schutzmasken, sondern auch Desinfektionsmittel und gewisse Medikamente sind nach wie vor Mangelware. Wie gut ist die Schweiz und Zürich eigentlich auf die Pandemie vorbereitet gewesen? Wie hat sich der Alltag mit Corona auch in der Apotheke verändert? Und wie ist es nach überstandener Covid-19-Erkrankung wieder zurück in den Alltag zu kommen? Über all das reden wir diese Woche. Ganz herzlich willkommen, Lorenz Schmid, Präsident des Zürcher Apothekenverband und CVP-Kantonsrat. Grüezi, Herr Schmid. Herr Schmid, von Ärzten und Apotheker weiss man, es braucht viel, bis sie ins Bett liegen und sagen, ich bin krank. Wie war das bei Ihnen? Am Anfang hat es einfach so ein ausgesehen wie eine Verkältung. Nein, ich hatte Temperaturschwankungen, zumindest in der Empfindung. Ich habe gefröstelt, ich hatte das Gefühl, ich habe wieder heiß. Ich hatte keine Temperatur. Und habe nachher dann von einer Kollegin mitteilt bekommen, dass sie Covid-19 positiv getestet worden ist. Wir waren am Samstag miteinander mit einem privaten Anlass gewesen. Meines Erachtens haben wir die 2 Meter bei weitem wirklich respektiert. Ich bin nachher dann sofort zum Doktor gegangen. Doktor, der neben mir praktiziert, und hat gesagt, wir müssen testen. Ich habe da ein gewisses Risiko, auch wenn ich mit Kunden in Kontakt bin oder auch wenn ich allerdings meine Mitarbeiterinnen zusammen arbeite. Und dann haben wir getestet. Am Abend, als ich heimgekommen bin, hatte ich schon einen Schüttelfrost, besser gesagt Temperaturanstieg gehabt. Ich bin ins Bett und habe die ganze Nacht durchgeschwitzt. Also wir müssen ja sagen, das war noch bevor die Fallzahlen quasi explodiert sind für Zürcher und Schweizer Verhältnisse. Das war noch ganz am Anfang. Wie war es? Also zum Doktor gehen und sagen, ich brauche jetzt einen Test. Dann hat man gesagt, jawohl, Herr Schmid, das machen wir. Oder haben Sie ein bisschen Druck aufsetzen? Ja, ich musste Druck aufsetzen. Der Doktor hat mich zuerst ausgelacht und hat gesagt, Herr Schmid, statistisch gar nicht möglich, dass Sie jetzt auch einer von denen, ich glaube, wir waren bei 1000 und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist, die Statistik ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass ich da hier positiv könnte sein. Ich brauche trotzdem Klarheit. Und er hat es dann wirklich gemacht, als er mir angerufen hat am Donnerstag. Also das ist dann eben nicht von heute auf morgen gegangen, oder? Das hat 48 Stunden gebraucht. Auch noch dazumal haben wir noch keine Testkapazitäten in den Labors. Und somit hat sich das dann verzögert auf 48 Stunden. Ich habe 2 Nächte durchgeschwitzt. Am Donnerstag, als er mir angerufen hat, war er noch nervöser als ich und hat gesagt, Sie sind mein erster positiver Patient, den ich getestet habe. Und mittlerweile bin ich dann schon fast wieder auf dem Weg der Besserung. Ich hatte dann schon kein Fieber mehr. Es ist alles schon wieder besser gegangen. Aber in dieser Zeit, unwissend, natürlich hoch ansteckend. Hoch ansteckend wird es, nimmt man an, ab 24 Stunden vor der ersten Symptom. Es gibt natürlich aber auch asymptomatische Personen, bei denen weiss man nicht, wie kontaminös das sie sind. Ich habe sofort natürlich alle Personen informiert, die ich 24 Stunden vor meinen Symptomatiken noch getroffen habe. Mittlerweile habe ich auch ein Opfer zu beklagen, das sich durch mich angesteckt hat in den ersten 24 Stunden. Ich bin natürlich dann aber ab dem Zeitpunkt des positiven Tests bin ich daheim geblieben in Quarantäne. Meine Frau ist auch gerade gleichzeitig krank geworden und unseren Sohn haben wir auch gerade mitgenommen. Wobei alle 3 Personen sind am gleichen Anlass gewesen, am Samstag. Also ob ich es dann war oder ob es schon am Samstag passiert ist, wissen wir nicht. Eben, also das heisst, Sie sind dann zurück in Quarantäne, aber in einer Familie daheim, wie stellen wir uns das vor? Also, wenn man sie in der Familie hat, dann hat man es, oder? Also, da können Sie ja all die Schutzmaßnahmen, all die Hygienemaßnahmen, kann man machen, aber wenn man sie in der Familie hat, dann hat man es, oder? Schauen Sie, es gibt eine Möglichkeit, in einer Familie eine separate Quarantäne zu machen. Also, wären wir nicht alle gleichzeitig krank gewesen, wäre ich oben im Zimmer geblieben und hätte mir das Essen vor die Zimmertüre stellen lassen. Das ist möglich, das muss auch so gemacht werden. Es macht keinen Sinn, dass man unbedingt auf die Kollektivinfektion setzt.
Ich will jetzt keiner Familie vorschreiben, ob sie das nicht gerade will als Krankheit durchmachen, kollektiv, wenn es kein Risiko Patientinnen und Patienten darunter gibt. Bei Kindern ist es wahrscheinlich absolut unproblematisch. Es ist ja auch bis 65, nimmt man an, ohne Vorerkrankungen, unproblematisch. Bei uns war es einfach so, wir sind alle miteinander tendenziell krank geworden. Am Mittwoch hat meine Frau gesagt, ich habe auch Fieber. Und am Mittwochabend ist mein Sohn gekommen und hat gesagt, du Papi, mich jetzt auch erwischt. Bis am Mittwochmittag, Nachmittagabend, haben wir eine separate Quarantäne. Ich war oben im Zimmer und habe mich nicht mit meinen anderen Gespändchen innerhalb der Familie unterhalten. Aber wo wir dann gewusst haben, dass wir alle erkrankt sind, alle Fieber haben, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, haben wir dann nicht mehr unterschieden. Wir sind dann gemeinsam in der Quarantäne geblieben. Was ist das für ein Erlebnis? Ich meine, die ganze Familie gleichzeitig krank. Also man kennt das ein bisschen von, wenn die Kinder klein sind, dass vielleicht die Kinder miteinander krank sind, aber dass gerade Mami, Papi und die ganze Familie krank zuhause ist, quasi im Lockdown. Das ist ja auch ein spezielles Erlebnis. Ist ein einmaliges Erlebnis auch. Unsere Söhne sind 24, 21-jährig. Der 21-jährige war nicht daheim, aber ein 24-jähriger Sohn daheim haben in vier Wänden, das ist etwas Spezielles. Es ist sehr intensiv. Wir haben uns aber auch gesagt, wie wir den Tag gestalten. Wäre Agenda? Ja, keine Agenda, kein Termin. Auch keine Möglichkeit, um einen Termin wahrzunehmen. Ich habe mich dann auch ein bisschen abgesondert. Ich habe kein Telefonat, kein Mediengespräch usw. so entgegengenommen. Ich bin also auch emotional in Quarantäne gegangen, nicht nur physisch. Und haben was gemacht, lieb langen Tag? Ich habe angefangen zu lesen. Ich habe mir verschiedene Artikel, die ich immer noch auf die Seite gelegt habe, habe ich mir zumindest bereit gelegt. Bis am Donnerstag war das nicht möglich. Ich hatte wirklich Gliederschmerzen, Fieber. Es ist mir hundsmies gegangen. Wir haben uns zu unserer Scham und Schmach Netflix kurz einmal ein Probeabonnement bestellt und haben da ein bisschen geschaut. Aber wir haben es uns wirklich gesagt, wir müssen es auf 2 Stunden pro Tag beschränken. Wie war das dann im näheren Umfeld, in der Umgebung? Hat man gewusst, okay, Schweiz hat jetzt das Coronavirus. Wie hat man auf euch reagiert? Nein, wir haben es also nicht den Nachbarn und allen erzählt. Wir haben es erst später erzählt, als wir eigentlich schon wieder genesen waren. Wir haben es aber unseren Geschwistern natürlich erzählt. Einer Nachbarin haben wir es auch erzählt. Sie hat ein bisschen müssen schauen für die Logistik, die Nahrungslogistik. Und das ist dann wirklich so wie Pestaussetzungen. Sie hat Nahrungsmittel vor die Türen angestellt, hat ihre 5 Meter Distanz genommen. Wir sind rausgekommen. Nachher in der Quarantäne, wo es uns wieder besser gegangen ist, sind wir natürlich auch wieder zu einem Gespräch aufgelegt. 20 Minuten lang miteinander geschwätzt. Aber mir ist wirklich Aussetzung geblieben. Das ist etwas, für uns ganz etwas Neues. Ich glaube, für unsere Gesellschaft ganz etwas Neues, die Distanzen zu haben. Wir kennen sie sonst eigentlich nur bei den Krebstherapien oder bei einer Leukämietherapie, wo man die Distanzen haben muss. Aber so wirklich, dass man selbstständig in einer Quarantäne daheim die Distanz muss gegenüber den Nachbarn wahren, das ist etwas Neues oder gegenüber unseren Verwandten. Ja, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Herr Schmid, macht einem das nicht gerade Mut im Hinblick auf so eine Tracing-App, die jetzt entwickelt wird? Wenn man dann so quasi als anonym oder auch nicht, als Aussetzungen behandelt wird, wenn man so als Corona-positiv getestet ist? Also anonym bleibt man in der Quarantäne. Wir wissen es selber. Und die Quarantäne hat uns ja auch Chancen gegeben für wunderschöne andere Erlebnisse. Ich will das nicht missen. Die 10 Tage waren eine schöne Zeit. Sie waren zuerst schmerzhafte wegen der Krankheit natürlich. Aber es sind Elemente, die wir genossen haben miteinander als Familie, sehr intim. Diskussionen haben wir geführt über gesellschaftspolitische Fragen, die wir wahrscheinlich nie mehr die Muße werden haben, mit einem 24-jährigen Sohn so etwas zu diskutieren. Irgendwann wird er wieder gehen. Und die Gelegenheiten, als Familie so intensiv zu leben, die will ich nicht missen. Ich glaube, das dürfen wir auch durchwegs uns als Gesellschaft fragen, was hätte uns die Corona-Krise auch Positives gegeben, das wir für die Zukunft als Hoffnung mitnehmen. Die Diskussion, die soll jetzt durchwegs auch öffentlich geführt werden.
Gut, also jetzt bevor wir auf die vielleicht positiven Seiten noch zu reden kommen. Also wenn wir jetzt gleich schauen, wird der Ruf nach Öffnung, nach aus dem Stillstand raus, wird grösser, vor allem auch wegen der wirtschaftlichen Schäden. Jetzt ihr in der Apotheke, jetzt schauen wir mal nicht den Privatmann-Schmied an, sondern den Unternehmer. Ihr seid in der Grundversorgung, ihr habt die ganze Zeit eigentlich dürfen und sollen offen haben. Wie hat sich der Alltag mit Corona bei euch verändert? Also ich nehme am Anfang hat man neue Türen eingerannt, Schutzmasken, Desinfektionsmaterial. Aber nachdem das ausverkauft war, wie war es dann? Interessant, wir haben ganz am Anfang eigentlich nur über Desinfektionsmittel gesprochen. Schutzmaske ist erst die Diskussion viel, viel später gekommen. Es sind Türen eingerannt worden, in der Tat war das so. Und nachher ist auch für uns der Lockdown gekommen. Also, wir sind sehr stark in der Innenstadt natürlich mit Frequenz verbunden, mit internationaler Frequenz. Wir sind mittlerweile ungefähr bei 50% von der Frequenz, wie wir sonst normal haben. Für uns war auch die Frage, können wir auch in Kurzzeitarbeit? Für mich ist das nicht in Frage gekommen. Ich habe nachher die Leute angefangen, in Projekten zu arbeiten, aufzuschaffen, gewisse Innovationen wieder zu entwickeln. Auch in der Grundversorgung, wie auch sehr viele Praxen von Ärzten, haben keine grossen Frequenzen gegeben. Notabene die Spitäler mussten ja nicht mit dem Ansturm leben. Zum guten Glück, Gott sei Dank. Wir müssen wieder aus dem Lockdown rauskommen. Da sind wir auch in der Grundversorgung, wie andere Industriezweige, sind darauf angewiesen, dass wieder ein Leben kommt, ein Leben danach mit Hoffnung. Wenn man jetzt kritisch nachfragt, hat man schon auch können sagen, ja, also die Apotheken haben vielleicht am Anfang, wenn Sie das jetzt so sagen, schon auch ein bisschen ein Geschäft daraus gemacht aus diesen Desinfektionsmitteln, nämlich weil sie es angefangen haben, selber da, herzustellen und nachher halt auch zum Teil solche Preise gemacht hat, was einerseits auf der unternehmerischen Seite verständlich ist, weil eine extrem hohe Nachfrage da war. Andererseits ist aber ethisch ja jetzt in diesem Bereich ein bisschen eine Gratwanderung. Absolut ist eine Gratwanderung. Ich sage aber auch nicht, dass alle da in diesem Preisboom mitgemacht haben. Ich habe immer versucht, den Preis eigentlich einmal festzulegen. Er hat sich orientiert an einem Preis, der ein bisschen höher ist als der, den wir vor der Krise hatten. Aber nicht gerade doppelt so viel? Nein, ja nicht. Also ich glaube, das ist nicht glaubwürdig. Wir hätten natürlich müssen, wo man anfangen mischen hat man natürlich in Starben dazugekommen. Oder? Da hätte man wirklich müssen zwei Personen abdelegieren. Die sind im Labor dort oben gestanden mit Masken, weil sie natürlich die 2 Meter nicht einhalten konnten. Und haben gemischelt. Und das ist sehr das viel Arbeit. Das wäre eines von Projekt gewesen. Das ist eigentlich gar kein innovatives Projekt. Das haben wir gerade gewusst, wie man das machen muss. Nein, innovative Projekte kommen erst nach dem Lockdown. Und dann ist natürlich sehr viel Arbeit dazu gekommen, was teilweise auch den erhöhten Preis eigentlich rechtfertigt. Sie können zu mir kommen, ich kann korrekte Preise. Sie können sich an dem Preis ein bisschen orientieren, was vorher war. Es ist ein bisschen teuer. Ich muss sagen, wir sind wahrscheinlich ungefähr 10-15% über dem Markt, als noch früher Sterilium und Octenisept-Lösungen und so weiter die Lösungen auf dem Markt waren. Ein bisschen drüber nach wie vor. Wie sieht es jetzt aus mittlerweile? Wir sind jetzt 6 Wochen im Lockdown. Es haben alle ihre Hamsterkäufe, die ersten haben sich mal eingedeckt, was noch gegangen ist. Nachher hat man angefangen rationieren. Also nicht nur bei der Schutzmaske war es ein Problem, sondern dann auch bei gewissen Medikamenten. Wieso ist es nach wie vor problematisch bei gewissen Medikamenten, wenn man jetzt doch sieht, okay, wir brauchen keine Hamsterkäufe mehr, die Leute machen das auch nicht. Und trotzdem kann ich jetzt noch nicht gross 2-3 Packungen von einem Medikament posten. Ganz am Anfang haben wir sehr viele Hamsterverkäufe gehabt. Und das war eine irrationale Reaktion. Wir haben die schon damals versucht, irgendwie abzufangen und haben gesagt, wenn jeder mit diesen Medikamenten in der Verwendung vernünftig umgeht, werden wir nicht mehr brauchen von diesen Medikamenten. Also ist der Hamsterverkauf einfach ein Einkauf zulasten des anderen, der nicht mehr haben kann. Aber wir wissen eigentlich auch jetzt, dass eigentlich ausser gewisse Medikamente im Bereich der Intensivpflege kein vermehrter Medikamentenbedarf vorhanden ist. Auch jetzt ist kein Grund für Hamstereinkäufe. Wir müssen wirklich den Leuten jetzt sagen, nehmen Sie Ihren Blutdrucksenker für die 3 Monate, nicht mehr, nicht weniger, dann wird es reichen für alle.
Das ist auch nach bundesrätlichen Verordnungen so. Wir haben auch jetzt grösstenteils auch die Einsicht, dass das so gehandhabt wird. Wir haben wenige Personen, die jetzt sich im Hamsterverkauf eindecken wollen. Es ist aber gleich nach wie vor so, dass es den Leuten vielleicht gar nicht so bewusst, dass man natürlich brutal abhängig sind vom Ausland, jetzt gerade was Medikamente und Rohstoffe anbelangt. Und dass wir da natürlich noch nicht draus sind, nur wenn wir dann jetzt vielleicht langsam wieder anfangen zu fahren. Ja, in der Tat. Also, es ist natürlich auch China-Fahrt wieder rauf. Die Industrien sind wieder angelaufen. Aber wenn man die Lieferkette anschaut von Medikamenten, dann hat man natürlich da sehr, sehr viele Zwischenstufen. Und es ist nicht so, dass wenn eine Produktion anfängt, die ganze Lieferkette schon wieder beliefert ist und der Endkonsument nachher sofort zu dem Medikament kommt, das momentan jetzt in der Produktion ist. Das ist eine Lieferkette, die sehr, sehr flexibel ist. Die muss auch flexibel bleiben. Aber wir sind auch jetzt noch gehalten, auch wenn schon China jetzt wieder raufgefahren ist. Indien notabene aber gar nicht. Oder? Die Indien befindet sich vollkommen noch im Lockdown. Und wir brauchen Indien. Wir brauchen Indien gerade in der Generika-Herstellung von Generika-Medikamenten. Indien ist sehr stark mit Pakistan im Generika-Herstellung eigentlich involviert. Aber jetzt müssen wir einfach darauf achten, dass wir jetzt keine Hamsterverkäufe haben, dass die Lieferkette die Flexibilität kann bieten kann, dass wir dann im Juli, August dann wirklich wieder zu den Medikamenten kommen, die jetzt in der Produktion in China angefahren sind. Und Indien wird ja auch im Mai wieder aktiv werden. Gut, und da drin spielt natürlich auch die ganze Maskendiskussion. Und wenn man jetzt das ein bisschen zurückverfolgt, vom Anfang bis jetzt, 6 Wochen, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, am Anfang hat man gesagt, ja, die Maske braucht es nicht. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ah, ich glaube, wir haben sie nicht, darum brauchen wir sie nicht. Und jetzt kauft man überall auf der ganzen Welt, kaufen alle die Masken ein, zu horrenden Preisen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr und jetzt kommt, ja, also vielleicht im ÖV, ja, vielleicht beim Posten, würde es gleich Sinn machen. Das ist für die Bevölkerung, die bis anhin ja eigentlich das Gefühl hatte, es hat eine Linie und man weiss, wie man es machen sollte oder wie man geführt werden sollte. Das ist ganz ein schwieriger Umgang. Das ist ganz ein schwieriger Umgang. Im Lockdown haben wir ja nicht die 2 Meter als Problem gehabt. Weil man ist ja vielleicht nur einfach daheim gsi und hat das dritte, das vierte einen näheren Kontakt gehabt. Mit den restlichen Personen ist man auf der nötigen Distanz gewesen. Wir tragen jetzt ja auch keine Maske, weil wir einfach die nötige Distanz haben. Aus dem Lockdown raus können wir nur, wenn wir auch gewisse Lebenssituationen akzeptieren, wo wir die 2 Meter Distanzregeln können und müssen verletzen. Ist gar nicht anders möglich beim Coiffeur, ist gar nicht anders möglich im Studio und so weiter, auch beim Arzt ist es nicht anders möglich. Und darum wird die Maskendiskussion jetzt auch vom Bund wieder aufgegriffen. Ich finde, wir jetzt einfach genug haben. Das klingt jetzt so, als hätten wir von Anfang an genug gehabt, hätten wir schon viel früher wieder anfangen fahren können. Nein, im Lockdown brauchen wir keine Maske, um daheim zu stehen. Aber hätten wir den Lockdown gebraucht, wenn wir genug Masken hätten? Ich glaube, den Lockdown haben wir gebraucht, um die ganze Pandemie, wie eine Lawine ist sie auf uns zugekommen. Die Lawine, Masken auch nicht genützt. Nein, die Lawinenverbauung haben wir nur machen, indem wir die Leute mal gesagt haben, so, jetzt dämmen wir das öffentliche Leben eindämmen. Das war eine Massnahme, und sie hat sich bewährt, um die Lawine von dieser Pandemie zu stoppen. Wenn Sie eine Pandemie stoppen wollen, müssen Sie zuerst einmal Vollbremse machen. Sie können nicht einfach sagen, ja, ich tue ein bisschen bremsen und schaue, wie es so kommt. Die Vollbremse war notwendig. Jetzt müssen wir weg von der Bremse. Und da spielt die Maske eben sehr eine wichtige Rolle. Ich finde auch, der Bundesrat hat die Maske immer wieder abgetan, als sie sei nicht förderlich und so weiter und so fort. Er hat gescheiter gesagt, sie ist nicht förderlich unter über 2 Meter. Das wäre eine ehrliche Antwort gewesen. Oder wir haben zu wenig. Wäre auch ehrlich gewesen. Zu wenig, ja. Panik hat können entstehen, aber solange man ja 2 Meter einhalten kann, braucht man sie nicht. Jetzt ist die Diskussion aufgefahren. Der Bundesrat und der Koch haben immer wieder gesagt, eine Maske muss korrekt getragen werden. Oder? Er hat gesagt, ja, Personen im Gesundheitswesen, die wissen, wie man das macht. In der Tat, also wenn ich jetzt über die Straße laufe, dann sehe ich sehr viele Maskenträger, die gescheiter keine Maske tragen würden, weil sie falsch tragen, weil also, sie sich falsch handhaben. Also, da kommen wir jetzt gerade zu dem Punkt, wo wir eingangs gesagt haben, also wo der Bund hat gesagt, Grossverteiler sollen verkaufen. Bei der Apotheke hat gesagt, hey, hallo, es braucht eine Instruktion. Man soll den Leuten mal sagen,
wie es geht. Und jetzt werden ganz ein Haufen Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ja gut, aber jetzt wollen die mir sagen, ich kann so eine Maske nicht korrekt anlegen, Herr Schmid. Und Sie sagen jetzt auch, wenn ich die einen oder anderen sehe, dann würden es gescheiter keine andere anlegen. Also was ist denn so schwierig an dem Maskentragen an- und abziehen? Ja, wenn sie halt inkorrekt angezogen wird, nicht schön tailliert über die Nase gezogen wird, einen kurzen Griff unten dran, um die Straffheit der Maske garantieren können, nur immer an den Bändeln arbeiten. Eine Hygienemaske kann 2, 3, 4 Stunden getragen werden, durchgehend, solange man nicht permanent in die Maske hineinlangt. Ich war im Kantonsrat, die haben die Masken da als Schlaufe da unten getragen, dann haben sie wieder runtergeschoben in den Kehlkopf runter, oder haben sie einfach von vorne dran x-mal angelangt. Das ist einfach eher eine Gefährdung des Trägers als eine förderliche Handhabe. Wenn sie FFP2-Masken haben, das sind die teureren Masken, die auch einen Eigenschutz darstellen. Das ist auch noch wichtig, oder? Die Hygienemaske, die man jetzt überall sieht, die schützt nur mein Gegenüber vor mir. Solange mein Gegenüber keine Hygienemaske auch trägt, solidarisch. Wenn ich hätte, würde ich sie gleich anstecken, oder? Ja, mit Maske. Genau. Also, wir müssen beide eine Maske tragen, dass ich mit meiner Maske sie und sie mit ihrer Maske mich schützen. Darum bin ich auch beim Obligatorium eigentlich eher ein Befürworter. Wenn wir die 2-Meter-Regelung unterschreiten, braucht es ein Obligatorium. Sonst ist eigentlich nur der, der eine trägt, der Geschuldene, der Dumm, und der andere riskiert eigentlich meine Erkrankung, oder? Eigentlich braucht es, sobald man die 2 Meter unterschreitet, in die Hygienemaske, braucht es ein Obligatorium. Bei der FFP2 und bei der anderen Maske, die stellen auch einen gewissen Eigenschutz dar. Muss man auch sehr gut trainieren, da oben dran, über die Nase, unten dran auch einen Kontrollgriff nur über die Lasche bewegen. Die kann man auch abziehen, kann man mal aufhängen, man kann sie austrocknen lassen, am nächsten Tag wieder anziehen. Die kann man aber 3, 4, 5, 6 Tage, kann man die, wenn man sie nur 1 Stunde, 2, 3 trägt pro Tag, kann man die wiederverwenden. Und sie eben nicht anlangt und richtig handelt. Nicht fettige Hände anlangen und so weiter. Sobald man den Filter von vorne dran anlangt, ist seine Filterfunktion kaputt. Da reden wir eben aber von der teureren Maske. Die, die jetzt so einfach quasi jeden so um den Hals hat, sage ich mal, die sind wirklich quasi für den einmaligen Gebrauch gedacht. Aber auch die brauchen das korrektes Anziehen und das korrektes Abziehen und eine korrekte Entsorgung. Schauen Sie, die ganze Diskussion. Ich habe nichts gegen den Migros und Coop und so weiter. Die sollen das auch verkaufen und so weiter. Einfach, der Herr Koch hat immer wieder gesagt, eine Maske bringt nichts, wenn sie nicht richtig aufgesetzt und richtig abgezogen und richtig gehandhabt wird. Und jetzt kommt der Bund, es ist zwar ein anderes Departement, und sagt, der Coop und der Migros sollen es verteilen. Das ist ein bisschen befremdend gegenüber dem, was der Bundesrat permanent gesagt hat. Gut, es ist auch eigentlich, fairerweise gesagt, jetzt unabhängig vom Preis, ist es ein bisschen wettbewerbsverzerrend. Oder? Die grossen, das ist ja wie bei den Grossverteilern und den KMU, bei den Detailisten, ist es auch ein bisschen so, ist eigentlich euer Geschäft. Wir haben es in unserer Medienmitteilung als vierten Punkt genannt. Oder? Zuerst ist es uns um medizinische Aspekte gegangen und nachher als vierter Punkt ist es schon ein bisschen unverständlich. Die Grossisten oder die Grossverteiler sollen jetzt zum Einkaufspreis beliefert werden. Wir werden jetzt auch, der Bundesrat wird korrigiert, oder? Am Freitag hat er gesagt, ja gut, die Apotheken wollen wir auch das Konzept einbauen. Wir haben notabene auch einen wunderschönen Flyer gemacht, der die richtige Anwendung auch jetzt propagiert. Wir stellen sie am Migros und Coop kostenlos zur Verfügung, also nicht der Print, aber das Design. Und wir werden jetzt auch einbezogen werden in das Konzept und wir werden sie auch zum Selbstkostenpreis, das heisst zum Einkaufspreis vom Bund, werden wir jetzt die auch abgeben. In dem Sinn haben wir jetzt die Wettbewerbsverzerrung haben wir jetzt korrigiert. Ich danke ganz herzlich dem Bundesrat für seine Korrektur. Gut, also jetzt gibt es ja aber trotz allem nebst dem die Frage, Herr Schmid, Sie sind auch Mitglied von der Gesundheitskommission im Kantonsrat. Wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut, also was man Fehler gemacht hat, das kann man rückwirkend nicht korrigieren, aber wenn man jetzt alle schon von zweiten Welle oder vom nächsten Virus redet, kann man immerhin korrigierend schauen für die Zukunft. Da fragen sich natürlich ein Haufen Leute schon, also warum haben wir in der Schweiz, und da haben natürlich die Leute vielleicht Zusammenhang nicht, aber sagen mit einem teuren Gesundheitssystem, mit hohen Krankenkassenprämien. Wieso laufen wir quasi so an die Wand her und haben von diesen wichtigen Sachen im Notfall zu wenig? Also da müssten Sie auch als Gesundheitspolitiker 1, 2 Fragezeichen haben.
Ich habe Fragezeichen. Wir haben schon Antworten darauf, teilweise. Die Politik muss sich an der Nase nehmen, auch ein Parlament muss sich an der Nase nehmen. Ein Parlament ist ja da, um auch die Exekutive zu überwachen. Ich glaube, wir haben den Pandemieplan vom Bund nicht umgesetzt auf kantonaler Ebene. Dazu wird es Vorstöße geben. Mittlerweile weiss es auch die Exekutive, also unsere Regierung, dass da geschlampt worden ist. Wir haben auch viele Unternehmungen, Spitäler usw., so die einen Pandemieplan hätten müssen haben und das nicht hatten. Es ist ein kollektives Versagen. Ich sage aber nicht, dass es jetzt alleinig die Schweiz versagt hat. Es hat global, die WHO tut zu Recht eigentlich sagen, es haben alle Länder versagt. Weil wir da, ich sage jetzt, das hört man ab und zu auch immer wieder im Westen, also eine gewisse Arroganz haben, vielleicht bei SARS. Bei SARS sind wir relativ, man hat das gesehen, und da sind wir aber im Endeffekt glimpflich davon weggekommen. Es war gar nicht so schlimm, dass wir gedacht haben, ja, das ist jetzt halt wieder so ein Virus von diesen Chinesen, die leben nahe mit den Tieren zusammen, die haben die Märkte und so, und wir sind da fein raus. Ist das ein bisschen auf unsere Arroganz zurückzuführen, ein Stück weit? Ich weiss nicht, ob es Arroganz ist. Es ist halt einfach so, dass es jetzt 100 Jahre lang halt nicht anders mal war. Und Vergesslichkeit ist dem Menschen wirklich gegeben. Also, wir reden von der spanischen Grippe. Dort haben wir wirklich die gleichen Zustände, besser gesagt, viel schlimmere Zustände gehabt. Auch weil natürlich das Gesundheitssystem nicht so gut war. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir die spanische Grippe jetzt mit dem Gesundheitssystem, wie wir es jetzt haben, sehr gut überleben würden. Viel besser als an einem Mal. Es war wirklich Vergesslichkeit. Auch ich selber habe, auch als sie in Italien angekommen ist, habe ich jetzt noch kein Notszenario für mich und den Kanton Zürich und für die öffentliche Hand gesehen. Jetzt kommen. Ich habe immer noch gedacht, das bleibe nach wie vor in einer geschützten Raum in Italien. Ja, nein, wir wissen, dass sehr viele chinesische Fremdarbeiter dort sicher mitverantwortlich sind für die Implementierung. Und ich habe gedacht, das wird sich lokal bewegen. Es hat sich bei SARS, bei MERS und so weiter, ja bei den anderen jetzt Covid-Erkrankungen, ist es immer lokal geblieben. Dass es jetzt wirklich so einen Spread-out erlebt und international und kontinental geworden ist, das ist für mich jetzt nicht vorhersehbar gewesen. Wir sind am Schluss von unserer Sendung. Ich möchte noch ein kurzes Stichwort und vielleicht von Ihnen einen Eindruck dazu. Stichwort Spitalplanung. Also wenn man jetzt schaut, vor Corona, dann ist es darum gegangen, Kapazitäten oben runterfahren, Regionalspitäler in Frage stellen, Sortiment, angebotene Operationen überall in Frage stellen. Jetzt, wir sind jetzt wieder bei dieser Pandemieplanung, reden wir von Reservekapazitäten, die hätten sollen da sein, die offenbar nicht da sind. Wir haben die Intensivbetten hergebracht, zu Kosten vom ganz anderen Rest, den man dann eigentlich stillgelegt hat. Haben Sie das Gefühl, das fließt in so eine Spitalplanung in den nächsten inne, oder ist es dann, man vergessen dann gleich schaurig schnell? Nein, es wird so oder so. Das wird in die Spitalplanung hineinlaufen. Wir wissen ja auch, dass eigentlich die Vernehmlassungsantwort jetzt rauskommen von der Spitalfinanzierungs- und Planungs- vom Kanton Zürich. Das haben sie eigentlich im April jetzt erwartet. Die ist wieder zurückgestellt worden. Die wird wahrscheinlich erst im Spätherbst am Parlament jetzt verabschiedet werden von der Regierung. Wird anders aussehen. Ich glaube aber nicht, dass sie für den Normalbedarf gross darf anders aussehen. Wir müssen die Reserven, die müssen wir einbauen. Was bedeutet Reservekapazitäten? Ich will nicht, dass wir den ganzen Schritt ambulant von stationär jetzt abbrechen und weiter in der Überkapazität im stationären Bereich für die normalen Bedingungen weiter planen. Nein, da glaube ich, da ist der Trend ganz klar uns gegeben. Aber wir brauchen die Reservekapazitäten. Wie wir das schaffen, das kann vielleicht auch mit Armeeeinheiten glücken, mit Infrastrukturen wie vielleicht stillgelegte Armeespitäler, wo wir ja haben. Die haben wir zwar in den 90er Jahren haben wir die stillgelegt, aber als Reservekapazität könnte man die jederzeit weiterhin aufrechterhalten. Das kostet etwas. Ich glaube nicht, dass es einfach nur Kantone selber machen können. Das sollte auch teilweise die Reservekapazitäten auch über den Bund geregelt werden. Das bringt nichts,
wenn jeder Kanton seine Reserven in seinem kleinen Kanton ungeachtet vom anderen Kanton würde planen. Also über das haben wir sicher nicht zum letzten Mal diskutiert. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, Lorenz Schmidt. Ja. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glaubt. Die Hygienemasken nützen nur etwas, wenn man sie richtig benutzt. Und das soll man sich beim Kauf auch erklären lassen, sagt der Präsident des Zürcher Apothekenverband, der Lorenz Schmid. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. In der ersten Woche mit den ersten Lockerungsmassnahmen die Eindrücke im Corona-Update. Nachher geht es in die Region im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander.